Ja, Premiere, die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand im Heimkinoformat. Diesmal in der Gesprächsrunde zur Premiere, zur ersten Folge, Chefredakteurin Sophia Maria Antonoulas, Zorro Kenji, auch Erik genannt, und der Rechtsanwalt und künftige mögliche Kanzlerkandidat Markus Heinz. Vielen Dank fürs Kommen in noch teils improvisierten Umständen. Die erste Frage ginge dahin, wir haben Samstag, 23. Januar, gestern fand eine Demonstration für Pressefreiheit statt in Berlin. Vielleicht würdest du, Markus Heinz, wir sind per Du schon seit einiger Zeit, uns kurz davon berichten. Warum hast du diese Demonstration angemeldet? Wie lief sie ab? Ja, hallo zusammen. Und es ist zunächst so, ich habe die Demo angemeldet, weil ich eben die Geschichte von der Sophia mitbekommen habe von vor 2 Wochen. Da haben wir Kontakt gekriegt. Dann haben wir uns das juristisch angeguckt. Sophia wird danach noch ein bisschen detaillierter dazu erzählen. Und da ich ja aus politischen Gründen auch in Berlin war, dachte ich mir, naja, komm, meldest halt mal eine kleine Demo an. Also das war jetzt nicht groß geplant, aber einfach von der Thematik fand ich es extrem wichtig. Es kamen auch durchaus bekannte Pressevertreter, es haben auch einige gesprochen, also ihr beide habt gesprochen und auch noch weitere Bekannte. Und ich habe es vor allem auch deswegen gemacht, weil das Thema unheimlich wichtig ist. Ich habe jetzt gerade in Berlin gelernt, wie wichtig es ist, wirklich gute Pressevertreter dabei zu haben, gerade auf Demonstrationen, freie Presse. Weil erstens mal berichtet man über Dinge, die die anderen nicht berichten. Und es ist gerade auf diesen Demonstrationen immer unheimlich wichtig, dass jemand die Kamera drauf hält, dass jemand einen Presseausweis dann sagt, Moment mal, das wird jetzt hier dokumentiert. Und das war so ein bisschen, ja, gab mehrere Gründe. Also erstens mal wollte ich hier wirklich einen Support zeigen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass so mit Pressevertretern umgegangen wird. Und ich habe halt gerade am 29.08. in Berlin die Erfahrung gemacht und auch am 25. Oktober, dass es unheimlich wichtig ist, Pressevertreter an seiner Seite zu haben, die das dokumentieren. Dann ist auch die Polizei wesentlich freundlicher und ein bisschen. Der Grund, warum ich gesagt habe, wenn ich schon mal aus politischen Gründen in Berlin bin, du hast das gerade so leicht lustig angekündigt, also ich plane jetzt noch nicht Bundeskanzler zu werden, ja, aber ich bin auf jeden Fall politisch jetzt aktiv, weil ich finde, das ist ein wichtiges Thema, wo wir sicherlich nachher auch nochmal drüber reden werden. Ich habe gesagt, okay, dann machen wir doch gleich mal eine Demo, weil das kann ich ganz gut, und warum nicht mal zu einem Thema, das gerade in Berlin aktuell ist. Und dann ja auch erstaunlich, an einem kalten Januartag von heute auf morgen diese Demonstration angekündigt, erst am Morgen des Freitags die Genehmigung bekommen, dass diese Versammlung stattfinden darf für die Pressefreiheit. Und dann waren doch 200, 300, 400 Menschen da, ganz erstaunlich, um hier für die Pressefreiheit zu sprechen, wie und vor allen Dingen sich zu versammeln am Brandenburger Tor, Platz des 18. März. Sophia, vielleicht würdest du uns das Geschehen nochmal beschreiben, dieser Demonstration jetzt gestern, und dann würden wir vielleicht nochmal hören, wie es vor 2 Wochen war. Ja, gestern vom Brandenburger Tor, wirklich toll, diese spontan einberufene Versammlung, Demo da vom Markus. Es waren dann so um die 200, 300 Menschen da. Und Kolleginnen und Kollegen haben teilweise erzählt, was ihnen als Pressevertreter so alles schon widerfahren ist von Seiten der Polizei, wie massiv die Polizei gegen die Pressefreiheit vorgeht. Hier in Deutschland im Jahr 2020 und eben auch im Jahr 2021. Der Anlass, wie Markus eben schon gesagt hat, war eben, vor 2 Wochen am Alexanderplatz war ich dort, um zu berichten über die Kundgebung, die da jeden Samstag stattfindet, von Querdenken Berlin, Querdenken 3.0. Wie schon oft, wie im Herbst ein paar Mal, und da ich aus medizinischen Gründen keine Maske tragen kann, kamen Polizisten auf mich zu, 2 Beamte haben mich gefragt, warum ich keine Maske trage. Ich sage, ja, ich kann leider keine tragen. Hier können Sie meinen Attest ansehen. Die wollten aber das Attest, die haben das zwar genommen, haben aber gesagt, ja, Sie können das jetzt nicht hier vor Ort überprüfen, ich müsse mit Ihnen mitkommen. Da habe ich gesagt, ja, ich kann leider nicht, ich bin hier aus beruflichen Gründen, so wie Sie, habe Ihnen meinen Presseausweis auch gezeigt, haben die gesagt, nee, das ist uns egal, haben Verstärkung gerufen. Dann standen plötzlich 5, 6 Riesenkerle um mich herum, haben nach mir gegriffen, und ich habe mich dann hingesetzt, und die haben mich weggetragen,
und in so einen Gefangenentransporter gezerrt. Ja, also wie gesagt, die hatten meinen Presseausweis, die hatten meinen Attest, die hatten meinen Ausweis. Und in diesem Gefangenentransporter standen dann drei Beamte um mich herum. Eine Beamtin hat eine Leibesvisitation gemacht. Da ist natürlich nicht viel Platz in diesen Transportern. Das war ganz eng. Also man sieht eindeutig, da geht es um Einschüchterung, da geht es nicht um Hygiene, um Infektionsschutz. Aber dem war da nicht genug. Die haben mich dann auch noch in so eine Minizelle da in diesem Gefangenentransporter. Da gibt es hinten eine große Zelle, da vorne sind zwei kleine, 50 mal 50 ungefähr. Die haben mich da reingepfercht, die Tür zu und das kleine vergitterte Fenster haben sie noch offen gelassen. Und ich war da über eine halbe Stunde drin. Also so geht es nicht. Ja? Das ist ein massiver Angriff auf die Pressefreiheit. Wo sind wir denn? Was soll denn das? Ja? Und es hat insgesamt dann über eine Stunde gedauert. Ich bekam dann noch einen Platzverweis obendrauf, habe gleich danach den Markus angerufen, am Weg zur nächsten Polizeiwache, welche Anzeigen, was ich denn jetzt alles, welche Daten ich denn den Beamten da jetzt vorwerfen kann. Markus hat zum Glück gleich abgehoben und mich dann sozusagen am Telefon dahin begleitet, um eben zu sagen, welche Anzeigen ich da erstellen kann. Das ist eben die Nötigung, ja, Freiheitsentzug, etc. etc. Und das ist die Neuerung. Wir werden jetzt wirklich gegen jeden Polizeibeamten, der so vorgeht, gegen Presse oder auch gegen andere Vertreter der Demokratiebewegung, beziehungsweise in diesem Fall war ja eine eindeutige Trennung auch da von Demonstrationsgeschehen und pressemäßiger Arbeit der Berichterstattung, wie bei jeder anderen Demonstration im Übrigen auch. Wir werden jetzt strafrechtlich gegen diese Beamten auch vorgehen. Bisher war ja die Devise unseres Betriebes zumindest, zu sagen, naja, wir versuchen, also erstmal, das kostet alles viel Zeit und wir spielen jetzt auch etwas in die Zukunft. Wir gehen davon aus, dass innerhalb der Berliner Polizei insbesondere da auch ein Selbstreinigungsprozess stattfindet und man sich irgendwie einbalanciert. Das ist also in vielerlei Hinsicht leider nicht geschehen. Und wie ist das eigentlich in der Zukunft? Die politischen Verhältnisse sind so gegenwärtig, aber es werden ja Wahlen stattfinden. Regierungswechsel sind ja möglich in der Demokratie. Sind diese Beamten, die derart grob rechtswidrig handeln, in der Zukunft strafrechtlich zu verfolgen? Die sollten auf jeden Fall verfolgt werden, weil das, was mir jetzt die Sophia berichtet hat, das ist halt schon wieder ein ziemlicher Akt der Willkür. Ich weiß, wie es in diesen Gefangenentransportern aussieht. Ich wurde ja auch mal hier am Alexanderplatz übel abgeräumt, auch wenn es jetzt von der polizeilichen Maßnahme wahrscheinlich noch irgendwie vertretbar war mit dem, was die sich zusammengesponnen haben. Aber natürlich war es völlig übertrieben. Bei Friederike möchte ich gar nicht drüber reden. Unfassbar. Wir haben die Bilder alle gesehen. Aber jetzt gerade bei ihr, wenn man dann einfach mal sagt, sie kommen jetzt mit, und das hatten wir gestern auf der Demo eben auch wieder, die Polizei kann so einen Attest kontrollieren, das sollen die dann machen, wo auch immer die das möchten. Aber jemand dann sagen, sie kommen jetzt mit, wo ist denn da die Rechtsgrundlage? Da gibt es keine Rechtsgrundlage. Wenn man jetzt keinen Attest hat, wenn man nichts zeigt, dann können sie sagen, okay, Platzverweis, darüber kann man reden. Ja, aber bei dir, das ist rein willkürlich. Und da muss man dann eben dem Beamten auch sagen, das ist eine Nötigung, das ist möglicherweise eine Körperverletzung, es kann nämlich auch so eine Durchsuchung schon sein. Es ist eine Freiheitsberaubung, das sind alles Taten im Amt. Ja, und es kann teilweise, wenn die Polizei auch jemanden etwas wegnimmt, also rechtswidrig beschlagnahmt, im Extremfall kann das ein Raub mit Waffen sein, wenn die bösgläubig sind, beziehungsweise wenn sie wissen, was sie tun, wenn man das denen sagt. Und das ist denen manchmal überhaupt nicht klar. Das muss man ihnen aber klar machen. Deswegen ist es wichtig, solche Sachen wirklich zur Anzeige zu bringen. Selbst wenn das eingestellt wird, das ist erstmal in der Akte, solange eine Dienstaufsichtsbeschwerde oder eine Strafanzeige da drin ist, wird erstmal keine Beförderung durchgeführt. Und das ist, glaube ich, nötig, um gerade bei der Berliner Polizei, und ich habe mit denen ja relativ viel zu tun, die kennen mich inzwischen eigentlich fast alle, ja, also ich habe noch mit den meisten Einsatzhundertschaften zu tun gehabt, dass man da eben auch einmal das Bewusstsein schafft, Leute, so geht's nicht. Und kurze Geschichte noch gestern von der Demonstration, da war es ja tatsächlich so, da ist es auch wieder so ein bisschen eskaliert, einen haben sie weggetragen, was ich persönlich super fand, weil er einfach gesagt, ich mache da nicht mit, ich lasse mir das nicht gefallen, dem hat irgendwann mal die Polizei das Attest weggenommen und deswegen hat er jetzt gerade keins mehr, also das fand ich super, ich fand das auch bei dir einfach die richtige Reaktion, lasst euch in dem Fall, also das ist immer so ein schwieriger Ratschlag, aber ich finde es gut, wenn man sich dann wegtragen lässt. Vor allem, wenn es rechtlich, also absolut sauber ist. Weil das zeigt dem Staat mal, so geht es nicht weiter. Und da muss man einfach
immer wieder dran und die müssen auch rechtlich belangt werden. Und gestern waren halt innerhalb von meiner Demo dann 3 Polizisten, die dann direkt angefangen haben zu rauchen, Maske ab, kein Abstand. Und da habe ich auch den Einsatzleiter gefragt, sag mal, wissen Sie, was Ihre Leute hier tun? Unsere nötigen Sie hier, belästigen Sie, schüchtern Sie ein und Ihre eigenen Leute rauchen auf meiner Demo. Da bin ich auch mal wieder richtig böse geworden. Was soll das? Also hier werden Regeln einfach von der Polizei nicht angewandt, wo sie gegenüber dem Volk versuchen, mit Gewalt durchzusetzen. Aber die Polizei muss natürlich der allererste sein, die sich dran hält. Und von daher ist es wichtig, wirklich dagegen vorzugehen, auch immer wieder diesen passiven Widerstand, den ich persönlich als effektivstes Mittel halte, immer wieder zu zeigen. Vor allem, wenn wirklich Presse so angegangen wird. Es geht ja hier um gezielten Terror. In der milden bis durchaus mittleren Form hat das jetzt schon standgefunden und auch in der drastischen Form, wenn etwa Arztpraxen überfallen werden und so weiter. Wir arbeiten das mit unserer Zeitung und dann auch unserem Heimkino-Format im Presseclub unserer Zeitung jetzt Stück für Stück auf. Vielleicht würdest du, Erik Zorro-Kenji, uns noch kurz mal schildern, wie es war bei einer Parteigründung in einer Bar in der Kollwitzstraße in Berlin. Ja, wir haben ja letzte Woche die Partei, oder gestern war das, nee, vorgestern, erfolgreich gegründet. Aber es gab halt 2 Anläufe letzte Woche noch davor. Und im Anlauf Nummer 1 ist beim Livestream die Polizei reingekommen und hat dann den Livestream unterbrochen und hat gesagt, das ist jetzt hier nicht genehmigt, das ist eine unangemeldete Versammlung. Und dann im Hintergrund habe ich dann noch so von Polizisten gehört, ja, ihr schiebt es ja jetzt nur vor, quasi eine Partei, hahaha. Dann ist die Viviane Fischer aber am nächsten Tag, hat den Termin ausgemacht, also wollte es nochmal machen und mit der Polizei reden. Und sie hat dann geredet mit dem Einsatzleiter und der hat sie dann wirklich auch ganz rüde abgeschmettert. Und an dem Tag sind dann auch andere unschöne Sachen gelaufen, so zum Beispiel gegen Martin Lejeune ist ganz erheblich, also gerade was du jetzt gesagt hast, Sophia, der ist wirklich weggeschupft worden wie so ein Blatt im Wind, ist der von den Polizisten einfach über den Platz geschoben worden. Und da muss man wirklich, Verzeihung, wirklich einfach mal sagen, es ist in solchen Situationen vollkommen gleichgültig, was man von welcher Kollegin oder welchem Kollegen hält. Es geht ja nicht um Sympathie oder Antipathie. Es geht darum, dass grundsätzliche Grundrechte und im Grunde die Fundamente der Demokratie in einer solchen Art und Weise hier übergangen werden. Und das im Grunde seit 25. März, seit Ausrufung des Notstandsregimes in der Bundesrepublik mit diesem verfassungswidrigen Ausnahmezustand. Das sind Dinge, die waren in der Vorzeit 1945 bis 2020 vollkommen unvorstellbar und sind in solchen Formen, in solchen massiven und wiederholten Formen in der Bundesrepublik niemals vorgekommen. Was ich dann auch gesehen habe, wo wir jetzt vorgestern ist alles wunderbar gelaufen. Die Viviane Fischer hat beim Ordnungsamt das Ganze angemeldet. Eine Mitarbeiter des Ordnungsamts ist gekommen, hat es kontrolliert, auch das Hygienekonzept, was man eigentlich nicht braucht zur Parteigründung, aber wir haben es ja dann trotzdem gemacht. Und wir hatten auch eine super Einsatzleiter da. Der ist dann von der Politik noch kurz mal, hat er so auf sein Handy geguckt, hat gedacht, ach, die Polizeichefin, ach, hier läuft ja alles gut, das kann ich schon vertreten, wie ich das jetzt hier so mache. Und er hat es wirklich sehr deeskalierend gemacht und obwohl auch Kreise, glaube ich, von der Antifa da waren und dann noch so eine halbe Gegendemo auf der Straße. Der Fake-Antifa, muss man dazu sagen. Der Fake-Antifa. Ist es wirklich... Kurzer Tumult war mal kurz da und dann sind die Beamten gekommen, haben die aber getrennt und es haben wirklich auch 20 Beamte gereicht und keine Hundertschaft, ja. Die sich da auf dem Platz eher gegenseitig behindert, habe ich so das Gefühl, und eher noch mehr Gewaltpotenzial eigentlich schafft, als dass es eigentlich mildert. Entgegenhalten könnte man ja jetzt eine Parteigründung, kann man ja sozusagen in jedem Keller auf jedem Dachboden machen und natürlich muss man dann Tische zusammenstellen, da müssen sich vielleicht auch 20.000, 50.000 Leute dann treffen, wenn man eine Partei gründen will. Dann besondere Berechtigung, ähnlich auch Gewerkschaftstreffen. Warum in einer Bar in der Kollwitzstraße in Berlin? Also so wie ich das verstanden habe, ist es, dass wir so eine Kiezbewegung schaffen, also dass man die Politik wieder in die Bars bringt und in den Neighborhood. Und dass man so eine kleine Lokalpartei einfach schafft, um ein bisschen politisches Bewusstsein und Kommunikation auch nach außen zu schaffen. Was ich gemerkt habe, weil ich habe vorne ein bisschen so den Eingang gemacht,
weil ich auch früher schon mal als Türsteher gearbeitet habe, um einfach auch unliebsame Gäste oder die da irgendwie stören wollen, abzuhalten. Und ich habe ganz unterschiedliche Meinungen auf der Straße gehört, die einfach vorbeigelaufen sind. Da sind Leute vorbeigelaufen, haben gefragt, was es ist, und habe ich gesagt, das ist eine Parteigründung. Dann nach 2 Metern haben die dann gesagt, ah, das ist ja ein bisschen Querdenker, was weiß ich, die sollten mal alles, bla bla bla. Also solche Urteile sind gekommen, aber auch so verteidigende Sachen. Auf der anderen Straßenseite habe ich einen Fotografen gesehen, der mit einem Passanten geredet hat. Der Passant hat dann gesagt, das ist ja total pauschalisiert, das sind noch keine Nazis, was erzählen Sie denn da? Also es sind so wirklich polarisierende Meinungen einfach auch auf der Straße vorab schon, vor der Partei einfach aufgekommen. Das ist ja der älteste Trick, quasi mit Nazi-Methoden vorzugehen, zumindest einem Teil des Repertoires, das tatsächliche historische Nazis dann angewandt haben gegen Leute, die sie einfach nicht mochten, oder Oppositionelle. Und dann zu behaupten, das seien Nazis. Also wie Ignazio Silone sagte, der neue Faschismus wird unter dem Zeichen des Antifaschismus daherkommen, bereits in den 90er Jahren. Teile davon sind jetzt tatsächlich zu besichtigen. Scheint mir. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal. Ich wollte noch kurz was sagen. Ein Vorgang vom Freitag, von vor genau einer Woche. Nee, das war vorgestern. Das war vor 2 Tagen. Ja. Und vor zwei Tagen auch nochmal. Das ist sozusagen eine Parteigründung, die jetzt seit längerem läuft. Mhm. Wie erwartet, zeitigt der Ausnahmezustand eine Gründung, die Gründung einer Vielzahl neuer Organisationen. Es gab erste neue Parteiversuche, einige verschwanden wieder. Es gibt jetzt immer neue und es stabilisiert sich offenbar immer weiter. Das wäre interessant, jetzt zu hören, wie da die neueste Entwicklung ist, die ja auch gar nicht so neu ist. Die Partei Die Basis gibt es irgendwie seit Mitte 2020, war erst so im Stillen unterwegs. Dann trat auch ganz offensiv der frühere grüne Kreisabgeordnete und auch schon im Bereich Berufspolitik unterwegs seiende David Sieber bei, der auch gut gesprochen hat jeweils im August. Und das scheint sich auch immer weiter aufzubauen. Also man wird sehen, wie sich das entwickelt. Jetzt wäre zunächst mal die Frage nach der Basis und deinem möglichen Engagement. Naja, also mir ist natürlich schon seit längerem klar, dass man auch einen Protest nicht nur auf einer Straße gewinnen kann. Man kann ihn auch über die Straße gewinnen, aber wir wollen ja langfristig auch in den Parlamenten was ändern. Deswegen habe ich ja vor 2-3 Monaten damit angefangen, naja gut, was kann man jetzt politisch hier auch machen, weil die Wahlen rücken näher. Unabhängig davon, ob man jetzt tatsächlich einen Versuch unternimmt, sie zu verschieben, ist ja jetzt auch schon passiert in Thüringen. Also ich traue das diesen Politikern und unseren Regierungen zu. Aber unabhängig davon, dann müssten sie sich ja weiter outen. Also deswegen war für mich klar, jetzt muss man mal schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Habe mich dann so ein bisschen umgeguckt, habe mit vielen neuen und auch mit der ein oder anderen alten Partei einfach mich unterhalten, was mich interessiert hat. Und ich habe jetzt mich letztlich für die Basis entschieden, weil ich es vom Konzept her am besten finde, weil es eben nicht die 7. neue Partei ist, die genauso wie die alten Parteien irgendwann korrumpiert wird, unterwandert wird, wo dann von oben nach unten durchregiert wird, weil das ist was, das braucht man nicht. So haben schon viele Parteien angefangen und unsere Oppositionsparteien haben auch alle so angefangen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn, dann muss das was Neues sein. Anfangs dachte ich immer, ja, jetzt noch eine weitere Partei, braucht es eigentlich nicht, macht keinen Sinn. Aber hier habe ich jetzt schon gesehen, dass es vom Konstrukt so ist, dass man wirklich die Macht innerhalb der Partei versucht zu begrenzen, die Mitglieder, also die Basis, mehr mitzunehmen und dann auch später ja, die ganze Gesellschaft mitzunehmen, dass die auch bei Entscheidungen mitwirken können. Und das ist was, was wir ganz dringend brauchen, dass wir wirklich diese Machtbegrenzung in der Politik hinkriegen und dass wir diesen Fraktionszwang, das ist ein ganz katastrophales Merkmal unserer Politik, dass wir das in den Griff kriegen. Weil das hat man jetzt gemerkt bei dieser Abstimmung am 18. November, es waren sicherlich 10-15% auch bei den Etablierten dagegen, aber die trauen sich nicht. Die trauen sich einfach nicht, weil sie Angst haben, nochmal irgendwo hinzukommen oder hinkommen zu wollen. Und das sehe ich jetzt hier halt einfach als Gegenentwurf. Und es sind natürlich viele Leute jetzt dabei, wo ich selber persönlich schätze, weil ohne persönliche Bekanntheit und persönliches Vertrauen funktioniert Politik nicht. Und deswegen habe ich da auch mit vielen geredet und habe gesagt, okay, das kann jetzt hier funktionieren. Und vor allem auch, weil es wirklich Leute aus unterschiedlichen politischen Richtungen jetzt zusammenbringt für die gleiche Sache. Das ist natürlich nicht nur reine Corona-Politik, aber aktuell ist das natürlich unser Thema. Über alles andere kann man im Hintergrund arbeiten, aber jetzt zunächst geht es darum, wirklich im September hier in die Parlamente zu kommen.
So wie David Sieber die Partei darstellte, ist es eine geradezu räterepublikanische Partei. Es geht darum, wirklich aus allen vorherigen politischen Farben und Parteien Leute zusammenzubringen und sie im Parlament als die Basis der eigentlichen Parteien zu repräsentieren. Wäre eben noch die Frage, wie kann denn eine solche Partei Regierungsbeteiligung übernehmen? Denn es geht ja darum, im Grunde den Merkel-Staat abzulösen. Naja gut, die Menschen müssen halt sehen, dass es jetzt eine politische Alternative gibt. Es war ja so, gerade bei der Protestbewegung gab es ja jetzt eine soziologische Untersuchung in der Schweiz, die einfach analysiert hat, was haben die Menschen vorher gewählt, ja, die auf den Demos waren. Das ist ja nicht nur Querdenken-Demo, auch wenn immer so das versucht wird, in diese Richtung zu framen. Und das waren, was habe ich mir an Zahlen gemerkt, 21% Grün, 17% Linke und ich glaube 15-16% AfD, also deutlich mehr links als rechts und der Rest irgendwo in der Mitte verteilt. Und nach der Situation, die wir jetzt haben, haben halt 70% gesagt, sie haben überhaupt keine politische Heimat, sie möchten was Neues oder sie wählen nicht. Ja. Und das ist natürlich ein Zeichen, wo man dann sieht, da gibt es ein Potenzial, das muss man wirklich in eine Richtung kanalisieren, wo es politisch was verändern kann. Und das ist einfach die Zielrichtung jetzt, wo ich halt viel meine beitragen zu können, dass man wirklich diese Protestbewegung auch in die Parlamente und in die aktive Politik bringt, um Leuten zu sagen, wir müssen hier was ändern. Es reicht nicht, nur auf die Straße zu gehen, wenn am Ende nach wie vor die gleichen regieren. Aber deswegen müssen die weg. Wäre etwa die Duldung einer Regierungskoalition von FDP, Linkspartei und AfD, um jetzt mal ein Beispiel zu konstruieren, möglich, wenn dann eben die Prozente noch fehlen, die die Basis dann reinholt? Ja gut, nach meiner persönlichen Meinung ist es einfach so, ich rede mit jedem, ich mache keine... Der ist links, der ist AfD, der ist CDU. Ich höre mal die Menschen an, ich höre mir an, was sie zu sagen haben. Und wenn die politische Forderung gut ist, dann stimme ich dieser zu und zwar völlig unabhängig von irgendwelchen Parteien. Und natürlich kann es sein, ob das jetzt in diesem nächsten Bundestag so ist, weiß ich noch nicht, dass die Opposition deutlich stärker wird. Und wir haben eine sehr große kritische Masse in der Bevölkerung momentan. Und da gibt es viele politische Optionen und wenn die auf einer demokratischen Basis laufen und eben die keine extremistischen Tendenzen sind, dann ist mir das völlig egal, ob das von ehemals links bis ehemals rechts geht. Ich mag diese Begrifflichkeit nicht. Das ist genau das, was ich von Anfang an beseitigen wollte, weil diese Spaltung ja nur dazu führt, dass eben eine Merkel dauerhaft regieren kann, weil die anderen sich gegenseitig als Feindbilder aufgebaut haben oder dazu aufgebaut wurden. Und das ist einfach was ich mir erhoffe, dass wirklich von jeder Richtung man sich zusammenschließen kann, das ist unser Ziel. Und dann, so wie du es auch immer sagst, am Ende, wenn wir das erreicht haben, dann können wir wieder in die Nuancen gehen, dann können wir gucken, was ist jetzt die bessere Lösung. Aber bis dahin muss das auf jeden Fall die primäre Zielsetzung sein. Etwas, das bislang viel zu wenig besprochen wird, aber ein wesentliches Problem für alle Oppositionelle in der Bundesrepublik der Gegenwart ist, sind die ständigen Kontoschließungen oder die Verweigerung, Konten eröffnen zu können. Vielleicht würdest du als Rechtsanwalt Markus Heinz uns einmal kurz darlegen, was dir da widerfahren ist. Ja, also bei mir ist es bisher so, ich habe jetzt 4 gekündigte Konten. Ich habe 5 oder 6 Banken, die von Anfang an abgelehnt haben. Also ich habe noch meine Hausbank bisher noch nicht gekündigt. Immer privat hast du immer die Möglichkeit, ein Konto zumindest bei einer Sparkasse zu kriegen. Da hat man Rechtsanspruch drauf. Aber geschäftlich ist es schon relativ schwierig. Und auch bei Geschäftskonten, da habe ich dann teilweise angefragt, da ging es wirklich um meine Kanzleikonten, nicht um irgendwelche politischen Aktivitäten. Dann ruft mich der Justiziar von der Sparkasse Ulm an, die Volksbank Ulm war es. Sparkasse hat gar nicht geantwortet und sagt, ja, Herr Heinz, Sie wissen ja schon, was es heißt, wenn ich anrufe. Ja klar, Sie wollen mir kein Konto geben. Genau so ist es. Und das ist halt wirklich also breit gefächert. Ja, da werden auch Geschäftsadressen gekündigt und ja, Geschäftspartnerschaften löst man manchmal auf, aber das ist eher so im Einvernehmen. Aber gerade bei Banken ist es halt ein unheimliches Problem, dass man versucht, die Leute wirtschaftlich Platz zu machen. Und gerade bei Geschäftskonten gibt es meines Erachtens keinen Rechtsanspruch, eins zu haben. Ich denke mal, irgendwann kann man eine Sparkasse darauf verpflichten, eins zu kriegen, weil es kann ja nicht sein, dass ich als Anwalt nicht tätig sein darf, nur weil alle Banken sagen, oh, der ist mir ein bisschen zu kritisch. Aber viele sind der Bewegung, sind halt wirklich auch ins Ausland inzwischen übergegangen. Ja. Und damit gibt es auch schon einen Hinweis, also diese Möglichkeit gibt es. In den Niederlanden soll es etwas leichter sein, in Polen und so weiter, in der Schweiz auch weiterhin. Und es gibt auch einige Banken in der Bundesrepublik, die aus durchaus eigenem Interesse, also dem liberalen, neutralen Geschäftsinteresse, hier mit Kunden einfach ganz normal umzugehen und ja auch von ihnen zu profitieren, dass sie jetzt ein Herz gefasst haben und diesen politischen Druck so nicht mitmachen, der ja immer absurder wird. Es geht da jetzt hier gar nicht mehr gegen rechts, es geht da jetzt gegen alle.
die nicht voll auf Regierungskurs sind und diese Diktatur, zumindest diesen diktatorischen Ausnahmezustand, den wir gegenwärtig haben, eben nicht mittragen und kritisieren. So ging es auch unserer Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. 4 Konten wurden uns gekündigt oder verweigert. Insbesondere ist aufgefallen bei dem ganzen Vorgang die Berliner Sparkasse, die auch private Konten kündigte. Und das ist ja bekannt, insbesondere bei der Berliner Sparkasse, dass das im Grunde eine Parteibank der SPD ist. Über die SPD kann man historisch viele gute Dinge sagen, auch sehr viele sehr schlechte. Das ist jetzt für uns auch nochmal ein Beweis, wie es hier in unserer Hauptstadt und der Stadt, in der wir jetzt jedenfalls leben, unter dem regierenden Bürgermeister Michael Müller gerade so läuft, der im Grunde persönlich eigentlich aussieht wie ein netter Schluffi wie wir. Jetzt von der Zeitung. Und im Grunde gibt es da eine persönliche Sympathie, aber diesem Gleichschaltungskurs werden ja all mögliche Leute einfach unterworfen. Das wollte ich aber hier ja gar nicht selber ausholen, sondern Fragen stellen. Noch unsere aktuelle Ausgabe eben vorstellen, die jetzt heute erschienen ist. Wir sind überall. Das kann man wirklich Leuten wie Michael Müller dann einfach auch mal mitteilen. Die Demokratiebewegung ist überall. Sie ist nicht rechts, sondern sie ist vor allen Dingen erstmal am Grundgesetz interessiert, in seinem Wortlaut an den Grundrechten und einer Erweiterung des Grundgesetzes möglicherweise. Und möglicherweise gibt es ja auch eine Verfassungspartei wie die Basis oder anderen Parteigründungen, die dann solche Dinge auch durchsetzen, wenn es nicht mit dem Mittel einer verfassungsgebenden Versammlung möglich sein sollte. Irgendwelche Modernisierungen, wenn ich da kurz einhaken darf, braucht man natürlich. Ja. Vor allem, um so einen Zustand nie wieder eintreten zu lassen, dass eine Exekutive sich selber ermächtigen kann. Das Parlament entmachtet sich. Also das ist zum Beispiel, wenn ich einen Notstand ausrufe, das Erste, was er machen müsste, derjenige, der ihn ausruft, muss dann abtreten. Dann gibt es von mir aus eine Expertenregierung oder was auch immer. Aber sich selber die Machtverhältnisse dann so zuzuschanzen, das ist natürlich was nicht passieren darf. Wie man das dann am Ende macht, ist egal. Aber auf jeden Fall brauchen wir hier grundgesetzrechtliche Änderungen zumindest, um diesen Zustand einfach künftig abzusichern. Und eine frühe Forderung war ja auch eine Verhandlung über die zukünftige Wirtschaftsrahmengesetzgebung, denn unter diesen Regeln werden wir ja auch alle zu leben und zu wirtschaften haben, vom wirklich Tagelöhner, den es dann hoffentlich vielleicht auch dann einfach mal nicht mehr gibt, bis hin wirklich zu jenen Leuten, die relativ frei agieren können. Zum Schluss jetzt noch ein weiterer Sprung, Amerika, Sophia Maria Antonoulas, Co-Chefredakteurin, Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Du hast ja 10 Jahre in den USA gelebt, vielleicht könntest du uns aus deiner Sicht nochmal schildern, wie dort jetzt gerade die Situation ist, auch hinsichtlich dessen, dass offenbar der Virus jetzt weniger gefährlich zu sein scheint als vor der US-Wahl. Ja, was in den USA zu beobachten war die letzten Jahre, ist diese massive Spaltung, die man auch hier versucht, dass die Bevölkerung soll einfach gegeneinander aufgehetzt werden. Das Gleiche ist eben 2020 hat natürlich davor schon stattgefunden, aber 2020 massiv nach Deutschland, nach Europa geschwappt. Das gleiche System. Wir werden sehen, wie das jetzt weitergeht. All die Freunde, Freundinnen, die ich in den USA habe, sehen schwarz, sehen ganz, ganz schlechte Prognosen. Sehen diese Spaltung, dieser Riss geht in den USA ganz tief durch die Gesellschaft und sehen auch nicht, dass das jetzt ein Biden kittet. Zu unserem Titel wollte ich gerne noch sagen, wir sind überall. Und wir haben heute vorhin auch kurz mit Markus drüber gesprochen, die Demokratiebewegung, wir werden wirklich immer, immer mehr und auch der passive Widerstand wird mehr. Also auch wenn es ist Winter, wenn weniger Leute auf den Demonstrationen sind, es passieren all diese kleinen Sachen, auf den Ruinen der Demokratie bauen wir auf. Ebenso solche Aktionen wie Team Freiheit, eine Parteigründung wird dann letztendlich doch geschafft und durchgesetzt. Wir alle testen dauernd, wie stabil sind diese Überreste der Demokratie, und wir bauen drauf auf. Wir gründen eine Partei,
die Basis. Markus hat erzählt, immer mehr Polizisten, Polizeibeamte melden sich krank. Ich weiß, bei der Feuerwehr melden sich ganz viele krank. Beamte machen Dienst nach Vorschrift oder noch weniger, besonders in Bayern. All das sind einfach Zeichen, dass dieser passive Widerstand, dass die Bevölkerung hier in Deutschland immer mehr aufsteht. Und noch ein Appell an die Journalisten, Kolleginnen und Kollegen, hört auf, diese Agenturmeldungen abzuschreiben, geht raus und recherchiert wieder. Deswegen habt ihr diesen Beruf ergriffen. Und da gibt es ja ein paar viele fähige Kolleginnen und Kollegen, die das auch schon unter der Hand machen. Sophia Antonoulas ganz offen als frühere, wenn ich sagen darf, Redakteurin, erfahrene Journalistin für Lightstream, also Mainstream, Leitmedien sozusagen in Österreich und auch in der Bundesrepublik und in den USA auch. Ich ja im Grunde auch, allerdings einen Zugang, der sozusagen jetzt nicht ganz so etabliert daherkommt, aber wirklich auch gerne dabei. Vielleicht zum Schluss würden wir einfach alle noch eine Einschätzung geben. Januar 2021, wo stehen wir gerade? Wie fühlt man sich gerade? Wie geht es für uns weiter? Vielleicht würdest du wieder beginnen, Sophia? Wie geht es weiter? Also wie gesagt, ich knüpfe nochmal daran an, wir werden immer mehr, wir sind überall, ja, die Menschen stehen auf, zu Silvester hat man das hier in Berlin wunderschön gesehen, alle waren auf der Straße, haben ihre Feuerwerke, egal woher sie die hatten, abgeschossen, haben Alkohol getrunken, haben mit den Nachbarn gefeiert, haben getanzt, sind sich in die Arme gefallen, dieser Widerstand ist da, diese Bevölkerung hat keine Lust auf dieses totalitäre Regime, das sich da breit macht, das sieht man, jetzt braucht es nur noch das Rückgrat, um das wirklich massiv zu zeigen. Markus Heinz, Rechtsanwalt und Kanzlerkandidat. Ja, da kann ich nur anknüpfen. Also auch, ich merke das ja, manche sind momentan so ein bisschen ungeduldig und sagen immer, wir müssen jetzt hier irgendwie was tun. Also es ist meistens wirklich mal gut, diesen passiven Widerstand wirklich mehr auszubauen. Ich appelliere da immer wieder daran, weil man erhöht die Hemmschwelle für den Staat viel, viel mehr. Der Staat muss seine Fratze fallen lassen, dass es hier eben nicht um irgendwie einen Gesundheitsschutz geht, sondern an sich, was wir hier haben, ist psychologische Kriegsführung gegen das Volk. Das kann man jetzt auch juristisch und aus vielen anderen Gründen noch weiter beleuchten. Ich habe da morgen eine Demo in München, da habe ich auch eine Menschenrechtsanwältin, die kann da sehr, sehr viel dazu sagen, da gehen wir jetzt auch immer mehr hin. Deswegen klagen wir natürlich auch weiter, auch wenn es momentan juristisch schwierig ist, aber wir führen das System letztlich vor. Wir wollen, dass die sehen, dass die Masse sieht, das, was hier passiert, ist Unrecht und das kommt immer und immer mehr. Das ist im Winter natürlich immer schwierig, da kriegt man nicht Hunderttausende auf die Straße, aber selbst die Umfragen im Mainstream sagen ja, jetzt so langsam reicht es den Leuten und es braucht manchmal einfach nur diesen Funken zu sagen, okay, wann auch immer der kommt, ob der im Februar kommt, ob der im April oder Mai kommt, dieser Funke wird kommen, wo die Leute sagen, jetzt ist genug, jetzt machen wir die Gastronomie auf, jetzt gehen wir alle auf die Straße und da braucht es halt immer so ein bisschen Mut dazu. Das ist was, wofür ich immer plädiere. Wenn man den noch nicht hat, sollte man zumindest passiv was machen. Und ich glaube, in den nächsten Monaten wird hier sehr, sehr viel passieren, weil das, was hier momentan uns von oben aufoktroyiert wird, das werden die Menschen nicht mitmachen. Und es fehlt wirklich nur dieser Funke. Und da werden wir dranbleiben. Wir werden immer mehr und wir werden auch immer mutiger. Und der Widerstand auf der anderen Seite, der wird immer und immer schwächer. Also deswegen, ich bin da absolut guter Dinge, dass das auch in 2021 eine gute Wendung nimmt und dass wir dann gestärkt aus diesem Jahr rausgehen. Und zum Schluss Karikaturist, Comiczeichner Erik Zorro-Kenji. Ich habe festgestellt, auch persönlich für mich, dass es doch ganz wichtig ist, auch mal ganz kurz mal eine Pause einzulegen und vielleicht sich den Verlauf einer Bewegung nicht so steil nach oben vorzustellen, sondern in leichten Wellenbewegungen nach oben, dass wir uns bewegen. Also es gibt keinen Rückschritt, sondern es gibt einfach nur mal ein kurzes Anhalten wieder und dann gibt es wieder einen Ausschlag, wo es vielleicht mal eine große Demonstration gibt oder sonstige große Ereignisse, die eintreten und dass wir uns schon in die richtige Richtung bewegen und auch an mich, dass ich mich nicht so kasteneie, dass ich immer so viel und so viel, sondern einfach mal ganz kurz Pause machen, in sich gehen, durchschnaufen und dann mal vielleicht nächste Woche erstmal wieder was machen, weil es fordert natürlich auch das Denken, dass man vielleicht ein paar andere Eindrücke kriegt, als wenn man dann jeden Tag auf einer Demonstration ist. Presseclub Nummer 2 vom
demokratischen Widerstand, mit dem wir keinesfalls etablierten YouTube-Magazinen Konkurrenz machen wollen, sondern unsere Zeitung und geschätzte Leute im Umfeld thematisieren wollen, auch nochmal einladen können, dann in einer Woche, auch mit meinem Kollegen und Mitgründer Hendrik Sodenkamp. Eine positive Nachricht noch aus Sicht der Zeitung, deren Leserinnen und Leser, Markus Heinz, Rechtsanwalt, wird auch DW-Kolumnist werden, Woche für Woche. Zeitung baut sich immer weiter auf. Es wird ein Ressort international, jetzt regulär, jede Woche geben, übernommen von Aya Velasquez und Jana Milev. Und in diesem Sinne, weiter geht's. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke. Danke euch allen, Ihnen allen. Merci.